Dann nochmal ein warmes Willkommen von meiner Seite. Wie bereits gesagt, mein Name ist Demir und ich begrüße Sie zum dritten von einer vierteiligen Online-Seminarreihe mit dem Titel Agile Design Management, die Adaption von Scrum auf die Planung der Planung von Bauprojekten. Die meisten von Ihnen werden Fischer von den Befestigungssystemen kennen. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was hat denn Fischer mit Lean Design und Lean Construction zu tun? Fischer bietet mehr als nur Lösungen zu Befestigungssystemen. Wir haben fünf Hauptunternehmensbereiche. Eines von diesen fünf Hauptunternehmensbereichen ist die Fischer Consulting. Die Fischer Consulting sichert nicht nur den Geschäftserfolg der fünf Unternehmensbereiche, sondern auch den externer Kunden. Ich würde Ihnen kurz die Fischer Consulting näher vorstellen. Anschließend erfolgt der Hauptvortrag. Wie bereits erwähnt, in diesem Vortrag geht es um das Thema agiles Design Management, bei der Ihnen die theoretische Herleitung bzw. der Hintergrund zu der Methodik erörtert wird, aber auch die praktische Herangehensweise. Und als letztes erfolgt ein Ausblick zu den kommenden Webinaren bzw. zum letzten Webinar. Freuen Sie sich auf eine starke Marke, ein starkes Produkt, eine starke Beratung und einen erfrischenden Vortrag. Seit mehr als 15 Jahren beraten wir unsere Kunden bei deren Transformation. Wir beraten zu einem Drittel die interne Unternehmensgruppe Fischer, zu zwei Drittel beraten wir extern. Dies geschieht an drei Standorten: Tumling, Padua, Shanghai, in vier Branchen, und wir haben schon mehr als 1.000 Projekte betreut. Eines der vier Branchen ist die Bauindustrie. Diesen Bereich darf ich bei der Fischer Consulting verantworten. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Bauindustrie beim Bewältigen der segmentspezifischen Herausforderungen zu unterstützen. Wir beraten bereits seit 2007 Bauherren, Gesamtplaner, Bauunternehmen und Bauzulieferer. Die Beratung findet im Wesentlichen auf zwei Ebenen statt. Wir unterstützen die bei der Umsetzung der Strategie auf Unternehmensebene, wie beispielsweise die Lean-Transformation vom gesamten Unternehmen. Wir adaptieren aber auch Lean-Methoden auf Ihr Bauprojekt. Das Besondere hier: wir haben für jede Projektphase die passende Methodik. Über mich: ich bin Bauingenieur. Ich habe über Lean-Methoden in der Bauprojektabwicklung promoviert, verantworte bei der Fischer Consulting den Bereich Bauindustrie. Ich habe an den verschiedensten Orten der Welt Lean-Systeme eingeführt und versuche, so gut ich kann, meinen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Disziplin des Lean Design und Lean Constructions zu leisten. So viel über die Fischer Consulting und über mich. Jetzt folgt der Hauptteil. Und ich nehme die Kernaussage vorweg: agiles Projektmanagement bzw. die Adaption des agilen Projektmanagements auf die Planung der Planung bietet zahlreiche Mehrwerte. Einige sind hier auf der Folie aufgeführt. Agile Methoden ermöglichen durch ihre kurzen Planungsintervalle und der iterativen Problemlösung eine verbesserte Reaktion auf Veränderungen. Probleme werden frühzeitig erkannt. Aufgaben und Abläufe werden für alle transparent. Regelmäßige Einbindung des Kunden, stellt sicher, dass die gewünschte Qualität erreicht wird. Mitarbeiter werden gleichmäßig ausgelastet. Realistische Ziele mit richtigen Prioritäten, visuelle Kontrolle und damit verbundene Transparenz über Ressourcen und Kapazitäten. Es ist eine kollaborative Herangehensweise, die generell für ein positiveres Arbeitsklima sorgt. Der Hauptmehrwert meiner Meinung nach liegt aber darin, dass Arbeit sichtbar gemacht wird. Gerade bei Tätigkeiten, die kreativ sind und die eine Annäherung an die Lösung iterativ erfordern, ist das von großer Bedeutung. Daher ist es wichtig zu verstehen, welche Charakteristiken hat mein Projekt oder meine Leistungsphase. Ist es einfach, kompliziert, komplex oder sogar chaotisch? Je nachdem, was die Charakteristik im Projekt ist, dementsprechend muss die Herangehensweise bzw. Methodik, mit der das Projekt gesteuert werden soll, angepasst werden. Konventionelle Methodiken arbeiten mit dem sogenannten Wasserfallmodell. Das bedeutet, eine Aktivität folgt auf die andere. Eine Phase folgt auf die vorherige. Man arbeitet sequenziell bzw. linear, zumindest wird so geplant. Die Basis für solch eine Herangehensweise ist Command and Control. Das bedeutet im Wesentlichen, ich sage, du machst. Es werden Vorgaben gegeben, diese müssen dann erreicht werden.
Die gängigste Methodik für diese lineare Herangehensweise ist das Gantt-Chart. Das Gantt-Chart hat das Hauptproblem, dass es von einer Person erstellt und gepflegt wird. Dadurch entstehen falsche Annahmen, stetige Veränderungen, generell wird die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Oft wird nicht nach Terminplan gearbeitet, es ist mehrseitig und unübersichtlich. Es ist eine Methodik von 1915. Ich denke nicht, dass der liebe Gantt, er ist der Namensgeber, jemals daran gedacht hat, dass irgendwann 1000, 2000 oder mehr Aktivitäten mit seiner Methodik dargestellt werden. Nun ja, visualisieren wir, was passiert in der Planungsphase. In der Planungsphase nutze ich eine lineare Methodik. Ich habe eine Wunschvorstellung, wie das Projekt abfolgen soll, nämlich im Wasserfall. Allerdings ist die Planungsphase komplex. Man arbeitet iterativ in der Planung der Planung. Die Fachplaner stellen eine Lösung vor, erhalten Feedback und drehen sich in einen Feedback-Loop, bis die Anforderungen erfüllt sind. Daher fängt alles irgendwie zeitgleich an und hört zeitgleich auf. Das wiederum führt zu einem sogenannten freien Fall. Das heißt wirklich so im Jargon freier Fall. Und der freie Fall ist eines der komplexesten Aufgabenstellungen, die es zu managen gilt, da es vermehrt Herausforderungen in der Schnittstellenkoordination birgt. Zwischenfazit, die Planungsphase ist komplex, wir managen aber die Planung der Planung mit einer linearen Methodik. Das Resultat, Pläne sind wertlos, Planung ist alles. Komplexe Projekte und Themenstellungen benötigen eine iterative Methodik. Denn komplexe Projekte wissen, dass eine statische oder lineare Planung nicht mit den dynamischen Anforderungen eines komplexen Projektes zurechtkommt. Das führt uns zu den agilen bzw. iterativen Methoden. Agil, so wie es der Name sagt, steht für flexibel, anpassungsfähig und konzentriert. Es ist ein Überbegriff für die Nutzung mehrerer Praktiken in der Softwareentwicklung, die im Einklang sind mit dem agilen Manifest. Was ist das agile Manifest? Das agile Manifest besteht aus Werten, Prinzipien und Praktiken, die im Einklang zueinander stehen. Es gibt vier agile Werte im agilen Manifest. Diese sind wie folgt: Personen und Interaktionen statt Prozesse und Tools. Egal wie gut die Tools sind, die Menschen müssen als Team funktionieren. Funktionierende Software statt umfangreicher Dokumentation. Mitarbeiter, Kunden statt Vertragsverhandlungen. Anstatt am Leistungsbild festzuhalten, liegt der Fokus mehr im kontinuierlichen und konstruktiven Austausch. Last but not least, agile Methoden glauben daran, dass Veränderungen gut für ein Projekt sind, da sich mit jeder Veränderung das Projekt weiterentwickelt. Daher setzen die methodisch den Schwerpunkt darauf, dass das Projektteam in der Lage ist, auf Veränderungen schnell und richtig zu reagieren. Die agilen Werte werden mit 12 Prinzipien in die Praxis übersetzt. Darauf möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen. Aber aus den vier Werten und 12 Prinzipien wurden eine Vielzahl an Praktiken abgeleitet bzw. entwickelt. Der Schwerpunkt dieses Vortrags liegt auf dem Scrum, da das agile Design Management von Scrum abgeleitet wurde. Was alle agilen Praktiken gemeinsam haben, bzw. alle Methoden, ist, dass die eine neue Magie im vorhandenen magischen Dreieck anwenden. Während das konventionelle magische Dreieck versucht, das Leistungsversprechen einzuhalten, obwohl die Kosten oder die Zeit dabei variieren, akzeptieren agile Methoden den Fakt, dass sich das Leistungsversprechen über die Projektlaufzeit verändern wird. Das heißt, es wird Variabilität im Leistungsversprechen zwar zugesagt, aber die Kosten und Zeit wird fix beibehalten. Der Begriff Scrum kommt aus dem Rugby. In chaotischem Umfeld wird hier zusammengearbeitet, um den Ball zu sichern. Inspiriert wurde der Name durch eine Veröffentlichung von zwei japanischen Wissenschaftlern, die die modernen Methoden in der Softwareentwicklung mit Rugby verglichen hatten. Entwickelt wurde die Methodik von Ken Schwaber und Ben Sutherland. Die Idee dahinter sehr einfach. Manager wollen glauben, dass sie die Zukunft vorhersagen können. Manager müssen lernen, dass Vorhersehbarkeit unmöglich ist, wenn komplexe kreative Arbeit, die Softwareentwicklung stattfindet. Das Scrum-Framework besteht aus drei Kernelementen: Rollen, Artefakten und Zeremonien. Es gibt drei Hauptrollen. Die erste ist der Produkteigentümer. Diese entscheidet über die Prioritäten der Aufgaben.
Dann gibt es noch das Scrum-Team, das Entwicklungsteam, das arbeitet selbstständig die Aufgaben ab. Dann noch den Scrum-Master, dieser wart und lehrt den Scrum-Prozess. Die drei Artefakte im Scrum-Framework sind das Product Backlog, das ist die priorisierte Abfolge von User Stories, ganz links dargestellt, also von Arbeitspaketen, aus denen hervorgeht, wer was bis wann machen muss. Dann das Sprint-Backlog, auch links dargestellt, die Priorisierung der Aufgaben für einen Sprint und am Ende, also als letztes Artefakt, ein sogenanntes lieferfähiges Inkrement, ein funktionierendes Stück Software, was am Ende jedes Sprints geliefert werden muss. Die 5 Zeremonien des Scrum-Frameworks sind der Sprint selbst, die Zeit, in der das Scrum-Team nicht gestört werden darf. Die 2. Zeremonie ist die Sprintplanung, die Planung der Tätigkeiten, die während des Sprints umgesetzt werden soll. Die 3. Zeremonie ist das tägliche Scrum-Meeting. Die 4. Zeremonie ist das Sprint-Review-Meeting. Die 5. Zeremonie ist die Sprint-Retrospektive, eine Lessons-Learn-Sitzung am Ende jedes Sprints sozusagen. Und ja, weiter möchte ich das hier an dieser Stelle nicht vertiefen, da Scrum selbst eine Vortragszeit für sich füllen würde. Allerdings würde ich Ihnen gern noch einen Überblick geben beziehungsweise kurz erläutern, was passiert denn vor so einem Scrum-Board? Zunächst einmal werden die User Stories aufgenommen im Backlog. Dann werden Aufgaben zu den User Stories definiert und der Release wird geplant. Dann zieht das Scrum-Team die Aufgaben für den Sprint und macht die Sprintplanung. Das Team arbeitet selbstständig die Inhalte ab und führt seinen Daily Scrum durch. Und am Ende des Sprints beziehungsweise im Sprint Review wird entschieden, ob die Aufgabe erfüllt wurde, dann verschwinden die Kleber und die User Story oder nicht, dann wandert es zurück in den Backlog und wird repriorisiert. So viel zum Thema Scrum. Und jetzt stellt man sich natürlich die Frage, was können wir von Scrum oder von agilen Methoden generell lernen für die Planung von Bauprojekten? Wir halten fest, das Ziel von agilen Methoden ist die Steigerung der Effektivität und auch der damit verbundenen Effizienz durch die drastische Verbesserung der Zusammenarbeit. Bei der Einführung des agilen Design Managements liegt der Schwerpunkt im Terminmanagement der Planungsphase, das heißt in der Planung der Planung. Und bisher ist es so, dass wir in der Vergangenheit den Schwerpunkt immer auf das Verbessern des technischen Managementsystems gesetzt haben. Das heißt, wir haben vor allem auch von der Baustelle oder aus der Baustelle Methodiken oder Methoden zur Planung der Planung abgeleitet. Die Frage, die wir uns aber stellen sollten, ist, hat sich unser soziales Managementsystem verändert? Hat sich die Kommunikation und Interaktion im Projekt verbessert, vor allem in der Planungsphase? Was bringt es uns, wenn wir in der Lage sind, alle Aktivitäten miteinander zu verknüpfen und serverbasierende Terminplanungslösungen im Projekt einzuführen, wenn die Daten, die eingepflegt sind, falsch sind? Die Idee hinter dem agilen Design Management ist sehr einfach. Generell gibt es 2 Typen von Arbeit in der Planung, nämlich Zeiten kreativer Arbeit und Zeiten konzentrierter Arbeit. Wenn wir es schaffen, die Zeiten kreativer Arbeit zu konsolidieren, das heißt intensiver zu gestalten, dann haben wir mehr Zeit für konzentrierte Arbeit. Es entsteht dadurch eine Qualität in der Planung und eine Verkürzung der Zeit, falls überhaupt gewünscht. Die Idee, dass wir eine iterative Methodik für eine komplexe Leistungsphase benötigen, klingt sehr logisch. Als wir uns mit dem Scrum-Gedanken und dessen Übertragbarkeit intensiv befasst haben, haben wir festgestellt, dass es sehr viele Probleme geben würde, wenn man die Methodik versucht zu kopieren. Das beginnt damit, dass Priorisierung im Product Backlog nicht ohne weiteres durch den Produkteigentümer erfolgen kann. Wer ist überhaupt der Produkteigentümer? Und so ziehen sich eigentlich die Probleme durch jedes Element vom Scrum Framework durch. Bis hin zum Thema Veränderungen am Ende. Also, wir wissen zwar, dass es Veränderungen gibt, aber wir wollen nicht wirklich anstreben, dass wir sukzessiv Veränderungen in der Planung haben, beziehungsweise wenn etwas fertig geplant wurde, möchten wir das in der Regel auch nicht verändern. Also wie gehen wir damit um? Wir haben dann für uns gesagt, okay, der Scrum-Ansatz, der kann nicht kopiert werden, sondern der muss adaptiert werden, das heißt angepasst werden.
und bereichert werden mit weiteren Methodiken. Wir haben Elemente des Lean Constructions, des Lean Shop Flows und des Scrum-Ansatzes miteinander kombiniert. Deshalb heißt es agiles Design Management und nicht Scrum-Planung oder so ähnlich. Die Einführung erfolgt in 4 Schritten. Der erste Schritt ist das Projekt-Setup. Wer agil arbeiten will, muss agil werden. Hierbei wird die Aufbau- und Ablauforganisation auf das agile Design Management angepasst. Bereits bei der Einführung wird ein Prototyp des Scrum- bzw. Kanban-Boards konzipiert und simuliert. In kooperativen Workshops werden die Arbeitspakete identifiziert. Diese werden anhand der Planungsdisziplin farbkodiert. Aktions- bzw. Problempunkte werden ebenfalls identifiziert und aufgenommen. Darauf aufbauend werden die Haftnotizen vom Brown Paper in einen zeitlichen Horizont gebracht und die Endtermine werden geplant. Beim agilen Design Management werden keine Starttermine definiert, sondern nur Endtermine der Arbeitspakete. Die Starttermine sowie die weitere Detaillierung kann in eine Feinplanung überführt werden. Diese kann physisch erfolgen oder auch digital erfolgen mit einer geeigneten Software-Applikation. Ausblick. Heute haben Sie einen methodischen Überblick zum agilen Design Management erhalten. Im kommenden und letzten Online-Fachseminar erhalten Sie einen methodischen Überblick zum Lean Construction System. Abschließend würde ich Ihnen noch gerne auf den Weg geben, Änderungen betreffen uns alle. Wir selbst entscheiden, wann wir diese Änderungen annehmen. Herzlichen Dank.